Howdy Stefan und John, wir würden gerne euer nächstes Video beginnen. Wir grüßen Markus Hünicke und Skadi Hickel. Moin Stefan und John, ich wollte euch ein nächstes Video beginnen. Ich wollte euch nur ein frohes neues Jahr wünschen, einen guten Rutsch habt ihr gehabt, hoffe. Und ich wünsche euch noch, bleibt gesund und lasst euch nicht nerven von anderen Kommentaren. Ihr seid die besten, liebe Grüße aus Bremen. Hi Stefan und John, wir möchten gerne euer nächstes Video beginnen. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euer Video begrüßen, auch in der Corona-Krise. Würde mich sehr freuen. Grüße Stefan und John, ich wollte nur mal kurz sagen, viel Spaß mit dem Vlog. Und ich möchte noch zwei Leute grüßen, und zwar den Adi und den kleinen Alex. Die schreien hier nämlich gerade ein bisschen rum wie kleine Kinder. Und wie gesagt, viel Spaß mit dem Vlog. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Zu unserem nächsten Vlog, genau. Wir haben hier in Bremen immer noch Mistwetter. So ein Schneeregen kommt hier gerade ein bisschen runter. Ganz dünn zum Glück nur. Zum Glück, ich mag es eigentlich voll, wenn Schnee ist. Ja, Schnee, aber kein Schneeregen. Ich jedenfalls nicht. Ich bin froh, wenn wieder Sommer ist, auf jeden Fall. Ja, wer nicht, ich auch, aber... Ich werde im Sommer wahrscheinlich auch froh sein, wenn es wieder schneit. Auf Winter. Ah ja. So, wir sind auf dem Weg zur Post. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir ein Paket kriegen. Mal sehen, was das ist. Mal sehen, was drin ist. Das Paket ist von Nevio aus Grasberg und ich sag schon mal Danke im Voraus und Stefan wahrscheinlich auch. Und ich packe das Ganze jetzt mal mit einem Schlüssel auf. Wir müssen improvisieren. So. Während schon auspackt, sage ich auch schon mal Danke dafür natürlich. Habe ich mir gedacht. Moment, ich habe es fast auf. Du hast ein bisschen komisch, das mit dem Schlüssel zu machen. Dann mal sehen, was drin ist. So, ein Umschlag. Was für ein Weihnachtsbaum nehme ich mal an. Nächstes Jahr wird es bei uns hängen. Gut. Dankeschön. Twix schon mal. Und das sind sogar diese etwas größeren. Oha. Ich meine, ich hätte hier unten auch noch was gesehen. Nee, Pappe. Ja, dann, Stefan, ich würde mal sagen, zu früh gefreut. Und ein großes Dankeschön auf jeden Fall. Die werde ich genießen. Lese ich mal vor. Lieber Stefan, John und Simone, ihr macht die besten Videos und ich kenne euch seit einem Jahr. Ich wohne selbst in der Nähe von Bremen und ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr gut in das neue Jahr gekommen seid. Liebe Grüße, Nevio. Ja, erstmal Dankeschön für die netten Worte und wir wünschen dir natürlich auch das Beste. Und ja, es ist immer echt schön, solche Briefe zu lesen, dass man auch ein Feedback kriegt, was nicht in den Kommentaren ist, auch wenn wir uns über die Kommentare auch sehr freuen. Nur so ein Brief ist auch was anderes, aber ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Einfach Dankeschön. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, Quatsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. Nee. So, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, auch in diesem Vlog, in dieser Zeit, ist nicht viel los. Wir haben jetzt mal die Zeit genutzt, oder ich habe die Zeit mal genutzt, endlich mich mit meiner PlayStation 5 mal zu beschäftigen. Die hat ja mehr oder weniger die ganzen anderen Tage und Wochen nur herumgestanden. Und ich habe gestern mal was geschafft. Nämlich in dem Spiel Assassin's Creed Valhalla so eine Art kleinen Endgegner zu besiegen, nämlich den Blutgipfelhirsch. Der hat mir wirklich bei dem Kampf
mein Herz bis hier oben hingeschlagen. So anstrengend war das für mich. Und jetzt ist hier schon wieder in dem Spiel der nächste Gegner. Ich habe es eben zweimal probiert. Ist nichts für mich. Ich bin schon weiter als Stefan gekommen, obwohl ich dieses Assassin's Creed noch gar nicht gespielt habe. Ja. Jetzt ist es auch vorbei. Aber ich habe es weiter geschafft. Du kannst auf den rechten Knopf drücken. Dann hast du deine Energie wieder. Nee, ist vorbei. Naja, das ist das, was wir so gerade machen. Und Johnny hat noch eben gerade mir erzählt, er hat einen Vorteil herausgefunden. Ist aber eben okay, das war's. Ja. Du hast einen Vorteil herausgefunden, hast du gesagt. Ja, du kannst es wieder spielen und es versuchen. Aber ich bin weitergekommen als du, ne? Kannst du nochmal versuchen, wenn es geht. Naja, ich weiß nicht die Tasten bei dem. Ich habe nur die anderen Assassin's Creed-Teile gespielt, den noch gar nicht. Auf jeden Fall, der Vorteil ist, wenn Stefan hier unten auf seiner PlayStation 4 immer gespielt hat, konnte ich oben auf meiner PlayStation 4 nicht auf diesem Account spielen, obwohl wir beide auf dem gleichen halt spielen. Dann musste einer sich mal ausloggen. Aber jetzt ist es so, wenn Stefan unten auf seiner PlayStation 5 spielt, kann ich oben auch auf meiner PlayStation 5 spielen, ohne ausgeloggt zu werden. Also ich finde auch das ganze Menü ist offensichtlicher. Ich glaube, es gibt keine richtige Verschlechterung. Also es gibt eigentlich nur Vorteile. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht hier unten zum Zocken, sondern weil ich hier mein erstes Kompendium weiterlesen möchte von The Walking Dead. Und das mache ich dann jetzt mal. Und gucke Stefan beim Verlieren zu. Das ist stressig ohne Ende, Freunde. Ach, Mensch. Du musst so ein bisschen ausweichen immer. Nicht rennen, mit Viereck immer ausweichen. Viereck ausweichen? Ja, aber du musst nicht einmal mal so bei dem mehrmals, weil da rennt die hinterher. Also. Weiß ich, das war wie bei einem Blutgipfelhirsch. War der schwerer, der Blutgipfelhirsch, oder wie der heißt? Nee, da habe ich auch lange für gebraucht. Naja. Gut, es gibt noch viel zu üben. Vor allem für dich. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal unser Frühstück vor uns, gibt wieder was Leckeres, Muffins, und dabei machen wir unser Vorhaben weiter, dass wir alle Star Wars Filme durchgucken. Wir sind jetzt bei Episode 7. 7 fängt jetzt an. Man tut ja, was man kann, um die Jungs bei Laune zu halten. Also heute gibt es keine Waffeln, heute gibt es Schokomuffins zum Frühstück. Und ja, jetzt weiß ich nicht, ihr habt die Wahl, wollt ihr frische Milch haben oder frisch ausgepressten O-Saft? Das hätte ich auch noch im Angebot. Mal gucken, was sie gleich sagen. Ich bin weitergekommen. Jetzt kann ich wohl schlecht durchs Bild laufen hier, oder? Nee, ist gerade eine Filmsequenz. Milch dazu oder O-Saft? Nee, du nimmst Milch, ne? Ihr Milchbubis. So macht man das. Oh, es geht noch weiter. Du bist das Kind deines Vaters. Ja, was gibt es zu den neuen drei Teilen von Star Wars zu sagen? Es waren ja die ersten Teile, die Disney gemacht hat. Und es fiel mir erst ein bisschen schwer, diese neuen Charaktere gut zu finden. Hatte mich auch sehr gefreut, dass auch ein paar alte Charaktere wie Harrison Ford, Han Solo mit dabei gewesen ist. Orlando Calrissian. Genau. Aber inzwischen, muss ich mal sagen, finde ich diese drei neuen Teile, auch mit Kylo Ren, genauso gut wie die anderen drei. Also die ich auch gut finde. 4, 5, 6. Du findest die genauso gut? Also ich finde so 4, 5, 6 ist ja, bleibt am besten, wie gesagt. Das, ich finde die auch gut. Also ich würde mir die sogar lieber angucken als 1, 2 und 3. Tatsächlich. Ja gut, das auf jeden Fall. Aber ich finde, das haben sie echt ganz gut gemacht. So, jetzt sollen wir erstmal in Ruhe hier weiter gucken und den Tag genießen. So, lassen wir mal die Kälte aus dem Weltraum etwas zu Hause zurück. Wir geben uns jetzt in die reale Kälte. Es ist wirklich gerade ziemlich frisch auf dem Fahrrad. Johnny, alles Gute bei dir hinten? Wir machen trotzdem eine kleine Fahrradtour, obwohl es echt kalt ist. Also ohne Handschuh geht es gar nicht. Wir fahren so drauf los. Und Johnny, gefällt dir das? Also mit dem Fahrrad gefällt mir das, ja. Zu Fuß eher nicht so.
Ja, ganz abrupt endet die Fahrradtour hier, weil nämlich der Weg abgesperrt ist. Eine riesen Baustelle. Wir zählen wie viele Kräne? 6. 6 Kräne. Eine riesen Baustelle. Ja, das heißt für uns, wir drehen wieder um. Ach, ist echt schade. Endlich. Die Sache ist ja die, wir haben jetzt, wo wir Corona-Zeiten haben und wo man nicht so viel draußen unternehmen kann, sind wir immer irgendwo lang gelaufen, spazieren gegangen sozusagen, was John nicht so gerne machte. Und ich habe gedacht, bei dem schönen Wetter heute, mit dem Fahrrad ein bisschen, ist ja mal was anderes und ist ein bisschen besser als zu Fuß langlatschen. Naja, wir hatten ja gestern auch eine gemacht, das haben wir nur nicht gefilmt, aber wir haben ein Instagram-Bild davon gemacht. Das ging von der Zeit eigentlich noch hin und zurück, aber gefühlt ist jetzt hier der Hinweg das Doppelte gewesen von hin und zurück. Das fand ich ein bisschen zu lang. Aber auch nur gefühlt, es war gar nicht lange. Wir sind jetzt vielleicht gerade mal unterwegs, 20 Minuten, aber gut. Zurück geht's. Ja, Johnny, morgen enden in Bremen die normalen Weihnachtsferien. Tja, wir haben stattdessen Homeschooling, aber... Diesmal ja ein bisschen anders als beim letzten Mal. Tja, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass es genauso anstrengend ist wie ein Schultag. Also. Kannst du mal erklären, was sich jetzt beim Homeschooling ändert? Na, ich glaube, es war bei vielen sogar schon die ganze Zeit so. Bei uns war es jetzt so, wir haben jeden Tag bei einer Lernplattform... Oh, ich habe voll den Mittelschalter, sehe ich gerade. Egal. Sieht noch schlimmer aus. Achte einfach nicht auf meine Frisur. Wir hatten das sonst immer so. Wir haben bei einer Lernplattform immer so Sachen reingestellt, bekommen einfach so durcheinander. Und jetzt kriegen wir so... Jetzt haben wir genau wie in der Schule, kriegen wir genau an dem Stundenanfang, wann das wäre, jetzt Arbeitsmaterialien reingeschickt. Es kommen morgen auch noch Leute, die an, also Lehrer, die Arbeitsmaterialien einsammeln, aber sonst verändert sich nicht so viel. Also genau gesagt, ihr habt also so lange wie Schule ist auch Homeschooling. Also es geht morgens um 8 Uhr los, man muss dem Lehrer eine Rückmeldung geben, dass man vor dem PC sitzt und am Ende der Stunde auch nochmal und dann nochmal zeigen, glaube ich, was man gearbeitet geschafft hat. Ja, dann bin ich ja froh, dass ich morgen bei der Arbeit und nicht vor PC sitzen muss. Tja, du hast es eh viel leichter. Du verdienst Geld für deine Arbeit. Und damit du das irgendwann mal auch kannst, musst du erstmal deine Schule zu Ende machen. Klugscheißer. Ja, gerade noch von gesprochen, also für euch im Video. Jetzt ist natürlich hier ein bisschen Zeit vergangen. Homeschooling, ich bin jetzt zum Glück schon fertig. Also wir haben es jetzt wieder am Computer gemacht, habe das System ja schon erklärt. Dennoch lief es heute für mich etwas besser, weil am Montag ist es so, wir haben von den richtigen Stunden nur 4. Die restlichen 4 Stunden sind AG, Mittagessen und Klassenrat, sowas, was man halt hier nicht so machen könnte am Computer. Da habe ich Glück gehabt, nur 4 Arbeitsstunden. Und bei den meisten Sachen war es auch nicht viel. Und Sachen, die wir beispielsweise auch schon, also die wir noch gar nicht jetzt fertig haben müssen auf Frist. Und ja, ich habe trotzdem das Beste draus gemacht. Und ich würde sagen, heute war es einfach. Mal sehen, wie es morgen ist. Ich finde es in der Schule ist es noch ein bisschen übersichtlicher als hier tatsächlich. Sonst war ich ja immer anderer Meinung. Aber tja, muss ich mich halt mit abfinden. Ja, und die große Frage ist ja, die sich jetzt mir stellt. Es wurde ja gesagt, du musst die ganze Stunde immer vor dem PC bleiben und am Anfang dich melden und am Ende auch, dass du noch da bist. War das so? Tatsächlich, das Traurige ist, das war nur bei der Deutschstunde so. Bei der anderen Stunde gab es dieses System, wo wir reinschreiben sollten, gar nicht. Da hat auch niemand dann hingeschrieben oder gefragt, wie. Und tja, also war irgendwie ganz anders, aber es... Na, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Da waren auch Sachen falsch reingestellt und falsche Uhrzeiten und so. Und war es einfacher, als zur Schule zu gehen oder war es schwieriger oder war es besser? Schwieriger, weil, also
für mich war es jetzt gleich, ich musste nichts fragen, aber ich glaube, es wäre schwieriger, wenn ich was fragen müsste, weil da ist ja zwar so ein Chat, wo man extra reinschreiben soll, aber die Lehrer, die da sein sollten, sind rumgefahren und haben noch so Arbeitsmaterialien geliefert. Da habe ich... Waren die hier auch bei uns? Ja, die haben geklingelt und dann habe ich hier so für Deutsch Basic auf... Nee, was ist das? Grammatikaufgaben bekommen und dann kriegen wir davon welche auf von in der Deutschstunde. Dort haben, müssen wir das dann nicht digital machen, aber dann wird hier reingeschrieben, das und das muss man machen und dann, ja, mal wird auch was zusätzlich noch reingetan. Gut, dann freuen wir uns gleich oder auf nachher auf ein leckeres Essen. Was gibt's heute? Was gibt's? Hab ich doch gefragt. Es gibt heute mal noch mal lecker, passend zum Spuddelwetter draußen, Grünkohl. Da ist er auch schon, der Grünkohl. Kleine Portion für den Kleinen. Ja, weil ich keinen Hunger habe. Kann ich ja verstehen. Ich meine, man macht ja auch kaum noch was. Irgendwie, man hockt ja wirklich in diesem Lockdown nur noch zu Hause. Bemüht sich einmal am Tag nach draußen zu gehen. So, hier ist die Wohnung. Muss ich mal in die Kamera umstellen, weil ich jetzt gar nicht sehe, was ich filme. Hier muss ich mal ehrlicher mal sagen. Genau, so. Möchte ich mich auch gern sehen. Also hier für dich ist eine bisschen größere Portion. Und Grünkohl, muss ich sagen, das ist ja jetzt gerade die Zeit eigentlich hier in Bremen, wo die Grünkohl-Kohltouren wären. Das gibt es jetzt ja wegen Corona alles nicht, wo man im Lokal einkehrt mit Freunden, man tanzt da, gibt es einen DJ, Musik, man isst Kohl, satt, ohne Ende. Ich habe gar nicht dran gedacht, wo ich gerade von Lockdown gesprochen habe. Ich sage ja, die Zeit ist echt zu ruhig, ja, das stimmt. Genau, aber bei der Gelegenheit, ihr fragt uns ja so oft nach unseren Lieblingsessen, also kennt ihr ja hier die Antwort, Standard ist ja Pasteten, unser Weihnachtsessen. Jetzt schreibt doch mal bitte ihr in die Kommentare, was ist euer Lieblingsessen und ich bin gespannt, wenn man da vielleicht mal was entdeckt, was man gar nicht kennt, was regional bei euch so angesagt ist, was ihr gerne mögt. Also, das kannst du ja mal nachkochen. Ja, könnte ich machen. Dann können wir mal alle probieren, wie es uns schmeckt, das Lieblingsessen unserer Zuschauer. Also in die Kommentare gerne schreiben und die Kommentare findet ihr ja den Link dazu in der Videobeschreibung. Und bevor wir jetzt noch versuchen, den Vlog in die Länge zu ziehen, es ist wirklich gerade nichts los, es ist wirklich ganz, ganz schlimm, beenden wir das Ganze. Wenn John seinen Mund leer gegessen hat, kann er die Absage machen. Na, ich sag schon mal tschüss, ich hole nämlich jetzt meinen Teller und decke mein Gericht auf. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann sag ich auch schon mal tschüss, aber ich muss noch die Kamera noch halten. Ich würde auch gerne schon mal essen, also zackig. Ja, mache ich, okay. Erstmal den Mund schön leer essen. Achso, stimmt, da war ja noch was. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich liken, uns abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!